Grüezi, was halten Sie von unserem Schweizer Strassennetz? Vom Strassennetz, ja, das dürfte also schon ein bisschen verbessert werden. Und besonders finde ich, gibt es viel zu viele Bahnübergänge. Eben, Sie hier. Gerade jetzt, Sie hier. Besonders wenn wir jetzt hier von Bern nach Zürich fahren, dann ist das ganz schauderhaft. Das ist der dritte Bahnübergang, den ich jetzt in etwa 10 Minuten fast warten muss. Sie auch, der vordere Herr schon. Ebenfalls, ja. Aber die Autobahnen, unsere Schweizerischen, die sind jetzt ja in der Planung abgeschlossen. Sind Sie der Optimist? Glauben Sie, dass die bald Realität die Hoffnung werden? Ist auf alle Fälle da. Und also jetzt wollen wir hoffen, dass es wirklich durchgeht. Im grossen Ganzen, wo ich jetzt gerade war, im Wallis, das sind Strassen schön. Sind Sie in Bezug auf unsere Schweizer Autobahnen, wo sollte ihr Optimist oder sind Sie Pessimist in Sachen Zeit, wenn sie kommen? Pessimist. Pessimist? Weil die noch lange nicht kommen. Aus was für einem Grund? Ja, weil sie noch lange diskutieren. Eben diskutieren, aber die Planung ist jetzt abgeschlossen. Die Planung ist abgeschlossen. Aber bis da mit diesen Enteignungen und so weiter und bis das Land noch überkommt, überall, wo es durch. Ja, ich bin eher Pessimist. Warum? Bis jetzt ist es aber noch nicht so für sich gegangen, wie man es gerne haben möchte. Ich glaube, es wird noch einige Zeit geben bei uns, bis sich das realisieren lässt. Hört Sie, Sie sind glaube sicher Pessimist, dass Sie beim Warten sogar einen halben aussteigen. Na, wieso? Wegen Pessimist und Optimist wollte ich Sie gerade schön fragen, in Sachen Autobahnrealisierung. Ja. Sind Sie da Pessimist oder Optimist? Ja, wir rechnen ja jeden Fall mit langer Zeit, bis das so weit ist. Also ja. Ihr Pessimist? Ja. Warum glauben Sie, dass das noch so lange könnte gehen? Ja, schwer zum Finanzieren ist die ganze Geschichte, nicht wahr? Es braucht ja Geld dazu natürlich. Das einmal erstens. Und die Verhältnisse in der Schweiz sind natürlich beschränkt, was die Finanzen betrifft. Sie finden aber auch Autobahnen dringend nötig? Ja, nötig wäre es unbedingt. Sie sollten jetzt schon sein, nicht erst kommen. Eben. Katastrophe, nicht? Man muss halt einfach mit so einem Durchschnitt von 30, 35 habe ich jetzt gehabt. Jetzt bin ich längste Zeit hinter einem Langholzwagen angefahren. Eben, vorne, ja. Sind Sie in Bezug auf die Realisation von der abgeschlossenen Planung der Autobahnen, die jetzt kommen sollen, Pessimist oder Optimist, Zeitpunkt, wenn sie fertig sind? Ja, also die Behörden propagieren es ja stark. Also ich meine, es ist versprochen, dass es kommen sollte und ich hoffe, dass es kommt. Sie hoffen, Sie sind Optimist? Ich bin Optimist, ja. Pessimist. Warum? Weil es noch ewig lang geht, bis die so weit ist. Wieso glauben Sie das? Ja, bei dem Tempo, das bis jetzt angeschlagen worden ist, können wir noch lange warten.